Also Kaffee ist jeden Tag ein Erlebnis. Man merkt es jetzt gerade sogar, wenn ich das Wort in den Mund nehme. Also ich gehe mit Leidenschaft, Überzeugung jeden Tag hierher rein und gehe am Abend raus, also auf gut Deutsch. Ich schlafe mit Kaffee auch ein und ich wache mit Kaffee auch wieder auf. Also meine ersten Schritte waren folgendermaßen, dass ich eigentlich durch Zufall in die Gastronomie reingeschlittert bin. Habe zu meiner Handelsschulzeit nebenbei in der Gastronomie fallsweise immer ausgeholfen und gearbeitet. Und habe aber das Produkt Kaffee sehr schnell kennengelernt und habe mich eigentlich sehr schnell auch dafür interessieren angefangen. Heute bin ich glücklich, dass meine Leidenschaft, mein Hobby gleichzeitig mein Beruf ist. Also wie bei allem ist es natürlich am Anfang schwierig, vor allem da in Tirol einfach mit etwas Neuem zu starten, weil damals vor 10 Jahren war nicht üblich, dass es Coffeeshops in der Art und Weise, wie man es heute kennt, gegeben hat. Man muss daran glauben und man muss auch diesen gewissen Mut haben, dass man sich wirklich diesen einen Schritt traut. Es war nicht leicht, aber wenn man den Erfolg dann sieht, dann ist man sich immer noch mehr sicherer, dass man den richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat. Schau vorbei. Am 31. Oktober feiern wir Weltspartag. So macht Sparen Spaß. Geschenke, Streetfood, Kinderschminken, Action am Pumptrack, Live-Radio, Live-Studio und Coffee-Kult ist auch mit dabei.